Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal, liebe Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungen, jetzt geht es um Gleichstellung. Frau Arnert hat korrekt gesagt, 2012 hat Dresden die EU-Charta zur Gleichstellung von Mann und Frau, Mädchen und Jungen unterschrieben. Und wie heißt es so schön? Pacta sunt servanda. Man muss also das, was man unterschrieben hat, muss man auch mit Leben erfüllen und man muss danach handeln. Da wahrscheinlich nicht jeder jeden Tag diesen Text liest, habe ich hier mal den Artikel 20 aus der Charta aufgeschrieben und sinngemäß steht da, die Landeshauptstadt Dresden erkennt an, dass Frauen und Männer, Mädchen und Jungs bei Kultur, Sport und Freizeitaktivitäten zum Teil in tradierten Geschlechterrollen feststecken. Also Mädchen machen Mädchendinge, Jungs machen Jungsdinge, das haben die schon immer so gemacht. Aber wir haben als Dresden unterschrieben, dass wir das ändern wollen. Und weiter steht in dem Text, den wir alle als Stadtrat hier unterschrieben haben, dem sich Herr Hilbert, die ganze Verwaltung verpflichtet sein muss, steht da. Erstens, dass Mädchen und Jungen gleichen Zugang zu Kultur, Freizeit und Sport bekommen. Zweitens steht da, dass Mädchen und Jungen aktiv zu ermutigen sind von der Stadt, von unseren Institutionen, gerade die Dinge zu tun in Kultur, Sport und Freizeit, die traditionell als Jungs- oder Mädchendinge angesehen werden. Wir sollen also aktiv Mädchen zum Beispiel zum Boxen und Fußballspielen animieren. Wir sollen aktiv Jungs animieren, vielleicht Eiskunstlauf zu machen oder irgendwas anderes. Wo wir halt denken, das sind halt tradierte Dinge. Und drittens, die Stadt Dresden soll Kultur- und Sporteinrichtungen, also Vereine, Institutionen, anregen, die traditionellen oder tradierten Geschlechterrollen aufzubrechen. Und nachdem jetzt viele was Richtiges gesagt haben, viele auch im Vagen und Allgemeinen geblieben sind, möchte ich auf zwei Dinge, manche ahnen schon, auf zwei Dinge hinweisen, die A, der Stadtrat mittelbar oder unmittelbar in der Hand hat und B, die direkt folgen aus den Dingen, nicht die ich sage, sondern die wir alle, der Stadtrat, unterschrieben hat. Erstens, Fußball. So, wir haben ja mehrere Jugendförderzentren in der Vergangenheit gefordert, die in Wahrheit nur Jungsförderzentren waren. Man hat sogar die Damenumkleide, Mädchenumkleide vergessen. Und das sollte in Zukunft nicht mehr sein. Und da hat der Stadtrat hier ja schon in den letzten zwei, drei Jahren erste Schritte unternommen. Da wir ja hier beschlossen haben, als wir mal Dynamo gefördert haben, als wir mal Borea gefördert haben, dass der Stadtrat die Gabe von Fördergeldern, unseren Geldern, an die Erwartung knüpft, dass in Zukunft Mädchen und Jungs Fußball spielen können. Ich hoffe, dass das bald zu sichtbaren Ergebnissen führt und ich hoffe, dass wir dann auch sehen, dass wir vielleicht mit der Damenmannschaft in der ersten Bundesliga auch spielen können. Die Herren natürlich auch. Denn natürlich ist es wichtig, Frau Barkow hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir ein strukturelles Problem haben. Aber wenn wir natürlich Jungs fördern und die Sachen tun lassen, die dürfen dann mit dem Bus am Wochenende in fremde Städte fahren, die lernen Leute kennen, die sind auf fremden Plätzen, die gewinnen, die haben Erfolgserlebnisse und die Mädchen haben das nicht, das ist nicht gut. Der zweite Punkt ist natürlich ein richtiges Reizthema, aber das ist der Kreuzchor. Wir geben als Stadtrat unendlich viel Geld in den Kreuzchor. Nicht nur das, auch in die Erziehung von Jungs, in die Betreuung von Jungs, in zukünftige Netzwerke von Jungs. Wir geben sehr, sehr viel Geld dafür, dass am Ende 18-, 19-Jährige rauskommen, die, Frau Barkow hat es gesagt, eher eine Chance haben, an den Frauen vorbeizukommen. Warum? Weil sie natürlich in der Zeit, wo sie da waren, ganz viele Sachen erlebt haben, die andere oder die Mädchen nicht erleben. Die waren in Südamerika, die waren in Asien, die sind geflogen, die standen auf großen Bühnen, die haben gute Erziehung gehabt und so weiter und so fort. Und deswegen, wir brauchen gar nicht zu diskutieren, Sie brauchen gar nicht zu lachen. Der Stadtrat hat unterschrieben die EU-Charta für Gleichstellung. Wenn Sie das in Zukunft nicht beachten,
dann verstoßen Sie gegen Ihren eigenen Stadtratsbeschluss. Und all die wohlfeilen Worte, die hier gefallen sind, sind nichts anderes als Schall und Rauch. Ich freue mich, dass heute eine große Mehrheit dafür ist, dass wir in Zukunft an der Gleichstellung, an der Gleichberechtigung wesentlich weitergehen und dann wir auch vom Stadtrat aus die richtigen Entscheidungen treffen. Dankeschön.